Hey Leute, willkommen zurück zu Soma. Wir haben ein kleines Problem. Ich habe die nächsten Teil gerade schon aufgenommen gehabt und auf einmal Bluescreen, Game Over, hab alles weg. Ich muss jetzt den zweiten Teil von dem Let's Play nochmal aufnehmen. Das heißt, ich weiß leider die nächsten 15 Minuten genau, was passiert. Und ich habe mich wirklich bei manchen Dingen erschrocken und es war so schön und traurig zugleich und auf einmal Boop, Bluescreen, vor dem ich mich auch mega erschrocken habe und alles war weg, die Datei auf jeden I Fall. guess it. That's amazing. Um es jetzt mal ganz schnell zu machen, also wir waren jetzt hier stehen geblieben. Oh, hi. Oh nein, welch eine Überraschung. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Hör auf zu ruckeln. Just Mr. Munchie. Sag mal, sieht jetzt an die V-Sync aus? Ja, danke. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. Ja, it's a study ja, bla, I'm doing bla, bla, with my colleague Paul Berg. Das kennen wir we schon. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Ich werde jetzt, oh, soweit es mir tut, die nächsten 15 Minuten ein bisschen yes. durchrushen, yes, bis zu dem Moment, den ich auch nicht mehr kenne, weil well, we can start whenever you're warum sollte ich spielen, was alles passiert? Also, wir waren hier, wir haben die Maus genommen, haben den Typen damit abgeworfen und haben uns hingesetzt. Oh Mann. Puh, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ihr nicht. All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Ronald Canada, Munchie. Solange wir nicht irgendwie wieder Daniel heißen, wie bei Soma 1. Wie bei Amnesia 1. Good. Hauptsache, es ist einfach 0 Uhr nachts. Okay, kann auch schlecht 0 Uhr tagsüber sein. Und auf jeden Fall bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mich nicht doch gleich wieder erschrecke. So. Flop. Ja, what happened? Das habe ich mich da auch gefragt. Hello? Mr. Munchie? So, jetzt müssen wir selbstständig aufstehen. Erstmal Licht anmachen. How did I get here? Also, um ganz kurz zu beschreiben, was man tun muss. Die Scheibe anwerfen. Daran habe ich 5 Minuten gesessen oder so. Und jetzt heißt es, erstmal den Data Buffer. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Das weiß ich immer noch nicht, wie du das getan hast. Aber ich weiß definitiv, dass ich hier das letzte Mal im Mülleimer nach was gesucht habe. Und da drin eine Pfandflasche gefunden habe und mich darüber gefreut habe, dass ich Pfandflaschensammler bin. dieser Kamm hier hat eine sehr besondere Eigenschaft. Er bleibt nämlich auf uns liegen und wenn... Holy fuck! Gut, das ist das letzte Mal nicht passiert. Ja. Wo wir gerade dabei sind. Hier ist es so. Hier drin ist aber nichts, keine Sorge, hier gibt es keinen Jumpscare oder so. Hoffe ich mal. Also wie gesagt, ich hoffe jetzt ein bisschen furchtloser durch, weil ich weiß, was kommt. Obwohl das mit dem furchtlos ergibt sich jetzt. Hier habe ich mich letztes Mal außerdem erschrocken. Und ich habe mich gerade immer noch ein bisschen verjagt. Ach du Kacke, Alter. Oh nein, ich sollte es nicht zu lange angucken.
wie wir nach Amnesia steil wissen, Dinge, die man anguckt und die dein Screen verzerren, sind Monster. Und dass das ein Monster sieht man einfach. Irgendwie diese schwarze Flüssigkeit, keine Ahnung, was es ist, übernimmt auf jeden Fall die Kontrolle über die Roboter und macht daraus irgendwas Uncooles. Und das ist so ein Raptopter. Okay, reden wir mal mit dem hier. Funktioniert das? Ha, es ist schon weg. Ich wusste es. Auf jeden Fall egal, warten wir kurz. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Jill? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. Ich weiß nicht, wovon sie redet. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell. So I'm gonna shut you down. Und das war's. Und Lichtausgleich. Danke. Oh mein fucking Gott! Oh fuck! Holy! Darf ich ganz kurz zusammenfassen? Letztes Mal, als diese Tür so gebebt hatte, bin ich dran vorbeigelaufen und habe mich versteckt. Nichts ist passiert, nichts kam aus dem Raum raus, alles ist gut. Diesmal habe ich mir gedacht, weil ich ja eh weiß, was kommt, öffne ich einfach sofort die Tür, weil dahinter wird ja wie beim letzten Mal auch nichts sein. Das Spiel hat mich gerade belehrt, dass egal wie vorbereitet du bist, die Dinge sind scheinbar jedes Mal anders. Beziehungsweise oh mein Gott. Ich war einfach zu schnell. Oh mein Gott. Das Omni-Tool jetzt hier nehmen. Ganz kurz die Benutzer an. Ja, die habe ich schon gelesen. Alter, wieso humpel ich denn? Na gut, wieso kann ich erklären, aber. Gut. Das wusste ich nicht. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Das heißt, wenn man zu schnell ist in diesem Spiel. Kommen die Dinge doch heftiger, als man möchte. Und das kamen sie in diesem Fall, Alter. Oh shit, ey. Boah, mir ist gerade echt der Arsch auf Grundeis gegangen. Weil ich war ja vorbereitet, dass dahinter nichts ist. Weil normalerweise, wenn man diese Tür bebt, öffnet man sie ja nicht sofort. Aber ich bekloppt da. Öffne die Tür einfach sofort. Omni-Tool, Werkzeugkasten freischalten. Dankeschön. Hupsala. Nehmen. Einstecken. Omni-Tool. Update. Das ist das Einzige, was man hier dran machen kann. Ich habe davor die ganzen Knöpfe durchgedrückt und 10 Minuten daran verschwendet, mich mit diesem Ding hier auseinanderzusetzen. Frage ich mir schnell, was passiert, wenn ich jetzt nach links gehe? Letztes Mal bin ich nämlich den anderen Weg wieder zurückgelaufen. Das ist normal. Okay. Und jetzt sind wir da, wo mein PC einfach ausgegangen ist. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was kommt. Aber Alter. In diesem Moment kann ich glücklich sein, dass mein PC abgeschmiert ist, weil so ein Jumpscare habe ich echt nicht erwartet. Aber das Problem ist, ich bin angefrackt. Habe ich echt nicht gedacht.
even gonna miss it a little bit? A power plant full of psychotic machines. I'll find a way to go. That's cold, man. It's not Upsilon's fault it got swarmed. Whatever. Seal that thing and get back to camp already. Roger that. Okay. Ich humpel. Gut zu wissen. Ey, warum sprinte ich ja nicht durch? Ich weiß so gar nicht, was als nächstes kommt. Hä? Hey, cool, da kann man sich, glaube ich, heilen. Mach ich mal. Nein. Nein. Ah! What was that? It doesn't hurt anymore. Ach so. Ich heile mich da tatsächlich mit was. Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Kriechen. Scheiße. Oh nein. Egal was kommt, einfach kriechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Viech irgendwo rumkriecht. Oh nein! Puh, okay. Erstmal den Jumpscare von vorhin verarbeiten. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Bevor ihr euch fragt, wo ich das weiß, es gab mal so ein Preview-Video von so einer Demo mit Soma und das ist dieser Ort hier. Strukturgel. Kann das sein, dass das schwarze Strukturgel ist? Ach so, lol, hey. Hey. Can you hear me? Hm. Nimm mal deinen Schwengel da raus. Hey. Don't. Ja? Weißt du was? I need it. Leck mich. Ja. Bist du okay und happy, was habe ich gesehen? Okay. Okay, verstehe, ich verstehe. Okay. Na, ah, die Turbinen fahren hoch.
Sieht warm aus. Ah, hier. Nee. Oh, Lambda ist online. Das ist schön. What's happening? Hallo? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In a room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? Simon. I'm Simon Jarrett. And what are you... Oh, signal. Damn relays. Where are you now? someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Natürlich. Natürlich. Ich will da runter. Sieht so warm aus. Nee, aber... Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. ...143 Tage war sie ausgefallen. Wie lange muss ich schon da sein? Zweitens... ...Sauerstoff nicht verfügbar. Wenn kein Sauerstoff verfügbar ist... ...warum lebe ich dann? Wieso sehe ich meine Füße nicht? Da ist unser Freund der Raptor. Okay. Habe ich eigentlich nicht mal ein Problem mit. Bist du hässlich, meine Fresse. Das mit dem Hebel kenne ich auch noch was. Okay. Komme ich nicht irgendwie anders durch? Oh Scheiße. Oh Kacke. Nein, du möchtest das nicht. Ach komm schon. Bitte nicht. Hallo. Nein. Aua. Du willst hier nicht lang. Ich hab's verkackt. Man kann aber durchlaufen, sagt es doch einer. Ich fühl mich echt ein bisschen tot. Hey, da ist so ein... Heil mich!
Anticken bitte. Oh, wundervoll. Kann man ja nicht abspeichern. Nein, nur speichern und beenden. Fische mit Gesichtern? Was? Okay. Oh, schon wieder so eine Erinnerung. Das ist heftig. Puh. Naja. Leute, wie gesagt. Es sind schon wieder 20 Minuten vergangen und ich habe es nicht bemerkt. Also wir hatten gerade unseren ersten Spaß mit dem Roboter. Den ersten hatten wir nicht ganz am Anfang, als es für mich umgenockt hat. Aber dann auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke bis dahin. Und winke, winke.